Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Outlast 2. Zurück aus der Kirche. Wir gucken mal, hupsa, wo es jetzt weitergeht. Wir müssen auf jeden Fall zur Mine, denn unsere Frau ist dort, wie wir erfahren haben. Ach, jetzt ist hier unten auch offen. Okay. Aber wo ist denn die Mine? Weil auch wenn wir gar nicht... Wir kommen ja auch gar nicht von hier. Wir können doch auch nicht, gar nicht wissen, wo alles ist. Aber wir finden trotzdem immer alles. Umso besser. Aber es trotzdem... Das macht halt... Sorry, aber das macht halt auch immer keinen Sinn, ne? Irgendein Tor aufzubauen und dann irgendwas davor zu stellen, wo man einfach drüber kann. Auch wenn wir wahrscheinlich da durch müssen und hier gar nicht drüber könnten. Aber theoretisch könnten wir einfach hier drüber springen. Können wir... Nee. Vielleicht schon, das Fenster steht offen. Machen wir hier durch. Mal gucken, ob da was ist. Sieht aber nicht so aus. Dann machen wir einmal hier rein. So. Ja, Batterie ist auch schon wieder fast alle. Aber ist in Ordnung, ich habe vorhin mal geguckt, haben doch schon ein paar gesammelt. Dachte, ich finde es immer noch schade, dass das nirgendwo hier im Bild zu sehen ist. Kann man sich nämlich eher sicherer sein oder eher wechseln, wenn man noch weiß, man hat noch genug Batterien übrig. Aber gerade wenn ich dann immer hier so gucken muss, bups, und dann sehe ich da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, glaube ich, haben wir noch. Ist ja auch in Ordnung. Muss ich auch nicht immer wieder mitzählen. So, einmal die Kamera weg. Nicht, dass er wieder runterfällt. Upsa. Neue Batterie. Natürlich. Natürlich fällt es genau dann runter. Sodass wir auch nicht zurück können, aber... Muss ich jetzt... Wo muss ich denn jetzt lang? Wirklich? Hier rüber? Habe ich denn dann so viel gekonnt? Ja. Ups, hä? Hä? Warum bin ich denn jetzt so weit... Ja, ist ja gut. Ich lade mal nach. Warum bin ich jetzt so weit zurückgesprungen? Wegen dem Kaktus? Nein, aber wo muss ich denn... Ja, wahrscheinlich. Okay. Da durch dann. Hallo, Mr. Teddy Bear. Diese Statuen, ich frage mich wirklich, wo die die her haben, dass sie so viel hier hinstellen konnten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Steinbildner hier haben. Wäre komisch. Oh Gott, nein, nicht schon wieder. Oh Gott. Oh, das sind Puppen. Das sind doch keine Puppen. Wow. Krank. Das ist einfach nur krank, was sie hier machen. Es ist kein Wunder, dass sie dann psychisch labil sind. Da jetzt nicht, ich muss da durch. Wie soll ich denn... Da komme ich nicht durch. War da eine Tür? Hab ich ja gerade eine Tür übersehen? Da. Lass dich nicht stören. Schlaf, Kindlein, schlaf. Hier ist kein Schloss. Wer denn? Ich möchte das mal lesen. Wartet mal, wartet mal. Ah! Leg's doch mal weg! Danke. Ja, erstmal gucken. Aber auch nichts. The road to the mine is somewhere around here. Ja. Wir können erstmal lesen. Kapitel 2.
Also gürtet eure Lenden, jene, die mich hören wollen, bereitet euren Verstand, seid offen und schlicht im Warten auf die Offenbarung. Seid gehorsam wie Kinder ihren Eltern, wie Eltern den Propheten, wie Propheten dem Herrn und seinen Engeln. Denn ihr wisst, ihr seid nicht unverderblich durch unverderbliches Gold, noch sind es die Lügen der Überlieferungen eurer Väter. Gezeugt nicht von unbeflecktem Blut, die Linie Adams war bei Kain nicht mehr zu erretten. Der beschnitten war, doch starrhälsig, unbeschnitten im Herzen und eure Vaterlust schlecht gewachsen. Wer wahrlich entweinte die Offenbarung des Abrahams und des Jesu von Nazareth und Abu al-Aqwasim Muhammad ibn Abn Allah ibn Abd al-Muttalib ihn ab, tut mir leid, Abhishim, ihr verdammten Juden, ihr verdammten Christen, ihr verdammten Moslems, ihr verdammt, die ihr Verdammnis seht und auf die Erde wartet, aber hört nicht das eile Gerede eurer Väter und verbringt eure Zeit in Furcht und ergebt euch nicht ignoranter Lust. Und wenn der Vater euch zur Rechenschaft zieht, so verteidigt seinen Himmel und vergießt das Herzblut des spinnäugigen Lammes, des Feindes, dem ungeborenen Prinz der Lügen. Für seinen Glauben würde ihm offenbart, seid heilig, da ich es bin. Es wird auch immer mehr geschwurbelt hier. Und manchmal klingt das fast so als... Hallo? Achso. Als würde man einfach irgendwas schreiben, um irgendwas geschrieben zu haben. Hallo, kannst du nicht da drüber? Danke. Jetzt das Tor auf! Verarsch mich, mein Gott. Ein bisschen Wald im Garten. Ach, im Garten, im Haus. Ein bisschen Wald im Haus. 9. März. Ein ruhiger Himmel. 6 weitere meiner Kinder, wenn auch nicht meines Blutes, trafen heute auf die Klinge. Ich weinte, als schlachteten sie die Frucht meiner eigenen Lenden. Ich schnitt tief in Markus' Hals, bis das Messer die Wirbelsäule traf. Doch selbst auf dem Scheiterhaufen noch wand er sich vor Schmerzen. Und Papa lächelte und sang davon, uns am Himmel zu versammeln. Und alle Stimmen im Tempelgate stimmten ein. Nur eine Stimme war auffällig in ihrer Abwesenheit. Gott hätte mittlerweile antworten sollen, entweder durch Worte oder durch Taten. Gott, bitte antworte uns, erfülle die Versprechen deines Propheten. Wir machten der Erde solche Opfer durch Blut und dem Himmel, durch den Rauch verbrannten Fleisches, dass das Schweigen selbst eine Nachricht ist. Liebt jemand Gott, wie ich es tue? So oft, wie ich es tue? Tut mir leid, aber dann hast du... Dann gehörst du der falschen Glaubensgemeinschaft an. Das ist... Ich glaube nicht, dass Gott will, dass man jemanden tötet. Vor allem Kinder nicht, die ja eigentlich reine Seelen sein sollten. Brauchst du dich nicht wundern, wenn da keiner antwortet. Oh, wieder so ein scheiß Maisfeld. Lass mich raten, die laufen hier wieder irgendwo, ne? Natürlich! Achso, ja, danke für den Hinweis. Ich weiß aber halt auch nicht, wo ich hin muss. Vielleicht ein kleiner Anhaltspunkt. Ich laufe einfach mal. Au! Was? Wo? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Hin! Deswegen hätte ich mir als erstes eine Waffe zugelegt. Ich meine, hier liegen so viele rum. Und ein bisschen zuschlagen kann ich ja wohl auf. Auch. Okay. Ja, ich bin bestimmt da lang gelaufen. Lauft mal da lang. Ich guck noch mal hier rein kurz.
Den Zettel haben wir aber schon gespeichert. Hier ist sonst nichts weiter. Na gut, dann nochmal. Hiermit. Und hiermit. Damit wir auch was sehen. Und am besten am Zaun lang. Ich glaube, hier ist es gar nicht so verkehrt zu laufen. Da haben wir zumindest einen Anhaltspunkt. Und irgendwo kommen wir schon raus. Es ist halt nur die Frage, ob die sich spieletechnisch so programmiert wurde, dass sie uns direkt auf unsere Position zulaufen. Oder ob die wirklich einfach nur random durchs Feld laufen. Wenn die hier einfach hier durchklettert und außen lang läuft. Die können doch durchs Feld laufen. Muss ich doch aber nicht. Ist doch hier irgendwo, oder? Klingt so, als wäre der ganz in der Nähe irgendwo. Da, glaube ich. Ja, hier ist Ende im Gelände. Wow. Ich habe nur die Frage, wo wir jetzt... lang müssen. Ob ich hier hoch muss oder dann dort hinten hin. Auf meinem hohen Gras sollten die mich ja auch nicht sehen. Okay. Ne, da unten muss ich nicht lang. Na, beim zweiten Mal ging es ja jetzt doch ein bisschen besser. Wasserrad. Dann einmal hier rein. Und am besten zu und zu. Sehr gut. Mensch, wird doch jetzt. Eine Wassermühle. Hier ist... Oh Gott, was soll ich denn jetzt hier mitmachen? Heben. Was auch immer ich damit mache. Aber wir haben es erstmal. Wir haben es erstmal. There's gotta be a way to stop the wheel. Du musst das Rad aufhalten. Ach, um da unten drunter durchzumachen. Öffnen. Jetzt mit der Musik. Jetzt aber ganz schön los hier. Na gut, wir gehen mal nach oben. Oh, was? Was? Tschüss. Du siehst mich nicht. Ich muss erstmal hier was einsetzen. Kannst du das drehen? Ach, Brücke wiederholt. Ah, wenn du die Wasserzufuhr jetzt abdrehen. Und dann sollte da... Ja, okay. Dann sollte sich da drin nicht mehr drehen. Da hat nur die Frage, ob es jetzt auch in der richtigen Position stehen geblieben ist. Wäre, glaube ich, ein großer Zufall. Mhm. Mhm. Man soll ja ins hohe Gras gehen. Das Einzige, was ich machen muss... ist eigentlich nur hier reinzugehen und zuzumachen. Und es hat ja ein Schloss drin. Nein, sperren wir den nämlich aus. Oh, natürlich.
Du siehst mich nicht. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Mach doch zu. Mann, warum ist da keine Tür drin? Oh Gott. Steh auf! Und lad nach! Und versteck dich! Das war's? Die verfolgen mich nicht? Ernsthaft? Das ist mir zu rutschig darunter, das mache ich nicht. Wow. Na gut. Besser für uns. Ich habe aber bestimmt irgendwo noch ein Dokument übersehen. Das würde mich nicht wundern, wenn ich irgendwo ein Dokument übersehen habe. Ich weiß aber auch nicht, wo lang. Wo kommen wir denn bitte schön zur Mine? Muss hier nochmal kurz gucken. Muss doch hier, muss irgendwas liegen. Eine Batterie. Wow. Wow, und jetzt haben die Fliegen angefangen. Ah, da kommen die Fliegen her. Oh, ist wieder so, ich weiß wieder nicht wohin. Also es gibt so viele Möglichkeiten, aber hier ist erstmal Verband und noch ein Zettel. Ja, komm schon. Kapitel 1. Die Worte Salibins, der neue Ezekiel sein werde, der Prophet sein werde, der führen werde die zerstreuten Fremden eines gefallenen Christus im gestohlenen Zion der Pueblos, der Chicarella, der Mescalero und der Navajo, ausgewählt des, gemäß des Bluten geweint bei der Offenbarung, das Vorwissen des Feindes selbst an Tor und den bröckelnden Mauern und Gehorsamkeit, dem Blute des Herrn und Jesu Christus. Gnade sei mit dir, aber Friede nicht. Mit ihm, der blind ist gegenüber dem faulen Erbe, entweihten Glaubens den Lügnern von Babel und die Huren von Babylon, die den Teufel zeugten, der ein Lügner und Vater der Lügen ist. O Sion, Sion, dass du steinigst deine Propheten, die dir gesandt waren, auf dass dein Haus verlassen bleibt und dass du vergießt das Blut deiner Bastarde und damit den Weizen nährst, der deinen Nachwuchs mästet. Denn alles Fleisch ist Gras für die Mast der Opferochsen oder der flehflerischen Kälber. O Baal, O El, O Galana, O Moloch, doch es ist Gras, das verdorrt und verdüngt wird vom Blut und sich ausbreitet. Denn die Saat des Propheten wird den Feind entwurzeln, dass der Prophet rachsüchtig ihn erschlagen kann. Denn Bastard der Lügen, gezeugt in seiner eigenen Sünde, gereinigt durch sein eigenes Blut, vergossen von seinem eigenen Fleisch. Wow. Mehr fällt mir dazu wirklich ein, als wow zu sagen. Fragt man wirklich, wie man da drauf kommt, wie man auf diese Texte kommt. Ich weiß, wir können da lang gehen. Wir können wieder hier rein. Nee, da ist die Olle. Da möchte ich nicht lang. Okay, da komme ich auch durch. Wahrscheinlich komme ich jetzt so außen rum. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Schlachten auch alles Vieh ab. Frage ich mich, von was die irgendwann leben wollen. Ja, dann mach's doch fest. Fragt man sich wirklich, wie die Leute diesen Weg gehen. Ich meine, das ist ja dann auch wieder so ein typischer Weg, wie man da durchkommt. Fragt man sich, warum? Jetzt muss ich wieder raus und musste da Olle oder was?
Und bei der ist dann ganz zufällig ein Haken. Oder die ist der Haken. Wortwitz. Oder die ist schon wieder weg. Komm, irgendwo hier ein Haken. Bestimmt nicht. Da durch. Okay, machen wir gleich. Einmal noch kurz hier lang. Ist abgeschlossen. Okay. Ich hoffe, wir kommen auch wieder zurück. Aber wenn hier das so blutverschmiert ist. Ich denke. Ja, das wissen wir doch aber schon. Da. Wir müssen halt durch dieses komische Tor, da wir das nicht per Hand öffnen können. Weil wir zu schwach dafür sind. Sonst irgendwie hier so an dem Seil zu bedienen. Nein. Wir müssen einen Haken nehmen. Denn es geht halt nichts ohne Haken. Verstecken. Ich möchte mich hier bestimmt nicht verstecken. Ich glaube, hier finden wir einen Haken. Alter, fragt man sich schon. Jetzt muss ich nochmal... Ach, kommt schon. Weil ich mal kurz nach unten gemacht habe. Muss halt unbedingt draufhalten. Hier, so, bitteschön. Meat hung to cure. Hooks through the Achilles tendons. Aua, aua, aua. Da kommen wir nur wieder raus. Ich bitte, ich möchte nicht unten drunter lang. Oh Mann, ey. Jesus. Ich hab prayed for refrigeration. So reicht. Das ist doch keiner mehr. Das ist alles. Sorry, aber das ist alles so eine Verschwendung. Für nichts und wieder nichts. Und ich zieh bestimmt nicht nochmal an so einem Ding. Ich weiß, was das letzte Mal passiert ist. Warum liegt hier kein Verband? Vielleicht taucht doch irgendwas auf hier. Also irgendjemand hinter mir oder so. Mann, Seil hätte es auch getan, hätte sie hier nicht durchgemusst. Okay. Achso, die hätte. Achso. Ja, wir haben einen anderen Weg schon gesehen. Sollst du ruhig zumachen? Ist nicht so schlau, Omi. Halt, warte mal, das war doch hier irgendwo, oder? Achso, ich muss... Halt, da ist die Tür. Ich kann auch einfach die Tür nehmen, oder? Nein. Okay, dann muss ich doch wieder da unten durch. Schade, ich hätte gedacht, ich kann das hier durch. Wo auch immer die hin ist. Die kann sich wahrscheinlich in Luft auflösen. Tschüss. Bin ich scharf darauf, die nochmal zu treffen. Die kann da gerne Zeug alleine machen, ohne mich. Wie kam die jetzt? Die Tür war zu! Hat die mich... Hat die das gerade wirklich in meine Lenden gehauen? Hat die mir gerade wirklich ihre scheiß Spitzhacke in die Lenden... Die kommt einfach zurück. Nein, ich schneide das. Ich sehe das nicht nochmal. Das möchte man ja wirklich nicht sehen. Wo muss ich denn jetzt aber lang? Dadurch wahrscheinlich dann nicht. Einfach wieder zurück? Ich kann ja einfach hier durch. Und dann warte ich einfach ab, bis die weg ist.
Ist das wirklich die Lösung? Warte, bis ich mit einer scheiß Spitzhacke komme. Mal gucken, wie du dich dann fühlst dabei. Bestimmt nicht toll. Die Olle. Wo muss ich denn lang eigentlich? Hallo, bin hier. Hallo. Komm. Komm, ich komm. Na los. Ich komme doch nicht hier hinten lang. Ich habe ja irgendwie die Hoffnung, dass der hier in dem Gebiet spawnt. Ich könnte vielleicht auch hier reingehen. Probier's nochmal. Wir müssen ja nur da hinten wieder rein. Und sie scheint weg zu sein. Oder auch nicht. Aber wups und da durch. Hat sie nicht mitbekommen. So, häng's halt daran. Weil du unbedingt das brauchtest. Und dann... habe ich keinen scheiß Plan, wohin. Ach so, hier. Das muss man doch erstmal... Wo soll ich das denn sehen? Ja, reicht. Das war jetzt mal eine andere Animation. Wir sind im Block drin. Oh. Bitte lass mich hier gleich wieder anfangen. Ja. Los, 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 los. Reicht gleich. Ups. Na, nein, das kann ich. Geh weg, du Olle. Meine Güte. Oh, geh da, wo der Teufel ist. Nicht anhalten. Ich würde sagen, doch. Denn wir beenden jetzt die Folge. Es hat gespeichert. Wo die Ketzer... Was? Orange freigestalten? Babylon. Okay. Da ist die... Wow, das ist trotzdem noch ein ganz schönes Stückchen bis dahin. Und wo müssen wir... Wo müssen wir denn lang? Wo genau müssen wir... Hä? Ach, hier unten lang. Nee, von da kommen wir doch. Hier lang. Den Weg. So, und ich würde sagen... Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und dann hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao.